Hallo, meine lieben Mystery-Freunde. Es ist nun soweit, meine lieben Freunde da draußen. Der Chat ist nun online gestellt für euch. Wie man den ganzen Chat benutzt, das werde ich euch jetzt in diesem kurzen Video erklären. Das erste, was wichtig ist, ihr müsst angemeldet sein. Das könnt ihr unter den Metadaten hier machen. Einfach auf den Anmelde-Button klicken und euch anmelden. Wer sich da noch nicht angemeldet hat und sich erst noch registrieren muss, der macht das einfach mal und dann habt ihr auch die Möglichkeit, wenn ihr angemeldet seid, den Chat zu benutzen. Dann klickt der Chat, wird oben übrigens in der Leiste angezeigt, und zwar ganz rechts oben hier. Einfach einmal draufklicken und dann öffnet sich ein separates Fenster. Und das sind wir ja schon. Ja, das ist dann dieser sogenannte Chat der Mysterybanden.de. Es gibt einige Funktionen, die ihr nutzen könnt. Die erste Funktion fangen wir mal unten an. Das ist einfach hier die Leiste. Hier könnt ihr schreiben. Dann sage ich einfach mal Hallo. Und dann wird das hier unten angezeigt. Daneben habt ihr da die Smiley-Funktion, also die Emotion-Funktion. Da habe ich gestern oder vorgestern noch einiges hochgeladen. Die werde ich aber immerhin mal permanent ändern und vielleicht mal die schlechteren Smileys und Emotions rausnehmen und sie vielleicht durch neue ersetzen. Mal schauen. Daneben habt ihr die Funktion, Bilder hochzuladen. Einfach anklicken, dann öffnet sich ein diverses Fenster. In diesem Fenster müsst ihr dann den Ordner aussuchen und dann könnt ihr auch Bilder hier hochladen und sie im Chat natürlich auch zeigen. Bitte keine Bilder hochladen, die illegal sind. Das hat dann mit einem Bann zufolge. Aber das brauche ich ja nicht zu sagen. Ihr seid ja erwachsene Leute, hoffe ich zumindest. Die nächste Funktion habt ihr dann auch jetzt. Man kann auch hier, das ist der Unterschied von der Shoutbox, Privatnachrichten schreiben. Hier bin ich momentan ganz alleine aktiv. Das heißt, ihr klickt dann einfach auf den jeweiligen User. Dann öffnet sich hier oben in dieser Leiste ein Fenster. Und dann könnt ihr zwischen den globalen Chat, das hier ist der globale Chat, oder den Privatchat mit der jeweiligen Person schreiben. Dann haben wir noch eine weitere Funktion, das ist diese Administrationsfunktion, die hier sitzt. Sieht zwar nicht allzu schön aus, leider ging das nicht anders da. Diese Rechte haben dann nur Administratoren im Chat, die ich dann auch da vergeben werde oder wir vergeben werden. Wir als Administratoren oder Owner werden rot angezeigt. Und dann gibt es Redakteure, die sozusagen Administratoren für den Chat sind. Diese werden dann grün angezeigt. Dann gibt es noch Autoren in blau und die sind dann auch farblich gekennzeichnet. Redakteure haben dann auch die Möglichkeit, Leute zu kicken, zu bannen und so weiter. Und Redakteure dann, also Redakteure sind dann Administratoren. Und dann gibt es noch einen Autor, der dann nur die Kick-Funktion im Chat hat. Ja, das wäre es eigentlich soweit, würde ich mal sagen. Ach ja, es gibt noch eine kleine Optionsfunktion unten. Da gibt es ein Soundback, das hört ihr, wenn ihr eine schreibt, dann tont ein Ton. Wenn euch das nerven sollte, dann könnt ihr das einfach hier deaktivieren. Ja, und gut ist und ja, könnt euch da ein bisschen schlau machen. Das werde ich dann übrigens noch ein bisschen ändern, damit man das auch das schwarz im Hintergrund sieht, weil das wird hier nicht angezeigt. Man sieht das hier. Werde ich eine andere Farbe nehmen, wahrscheinlich weiß. Aber ich sehe jetzt erst gerade, dass sich das alles ein bisschen verdeckt hat. Ja, und somit würde ich sagen, wir sehen uns im Chat gleich wieder. Oder ich wünsche euch schon mal gute Unterhaltung im Chat. Und vielleicht ein kleines Dankeschön, vielleicht ein Abo dalassen auf meinem Kanal. Und natürlich auch den Creepus und Mythenmax abonnieren. Nicht vergessen, die das noch nicht gemacht haben. Und ich wünsche von meiner Seite her schon mal gute Unterhaltung und viel Spaß mit dem Chat. Und ich hoffe, er gefällt euch mittlerweile. Bis dann und wir hören uns. Tschüss.